Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play. Horizon Forbidden West hier auf dem PC. Ich habe eben noch was getrunken und dachte so, trinkst noch einen Schluck. Währenddessen kann er dann ja weiter reinladen. Das wäre ein bisschen ein Fehler, weil jetzt wurde ich entdeckt. Aber ich habe auch nur kurz was getrunken, würde ich sagen, ne? Also wirklich so eine Sekunde. Hat aber schon gereicht. Reicht aber schon hier. Ah, ja, stimmt. Wir haben letztes Mal richtig viel verloren. Ganz sicher, wo war das was? Ich glaube, ich muss jetzt nicht hier was holen, oder? Nee. Ja, wir machen heute weiter. Ich probiere erstmal hier was. Wow, ganz schön was verloren, ey. Wir machen heute eine neue Quest. Ich muss mal gucken, welche. Nee. Jetzt. Oh, hat das Gearsladen schon wieder los? Oder geht das jetzt? Hoffentlich geht es jetzt. Sonst doof. Findet die Ursprünge der Ornamente. Sammelobjekte. Hört sich nach was Schnellem an. Das hört sich länger an. Deswegen machen wir erstmal Glimmerwinkel. Arbeiten wir uns von klein nach große Quest. Ich werde jetzt mal bei Glimmerwinkel muss ich wieder irgendwo hinlaufen. Ja. Ich finde aber nicht jetzt, was ich will. Egal. Hauen wir erstmal ab hier. Holen wir uns woanders. Ich weiß, da war auch ganz viel, aber da war auch ein Riesenroboter. Und da habe ich jetzt keine Lust drauf. Oh, warte, hier ist noch ein unentdecktes Lagerfeuer. Ist findet man es leicht, ja. Hier oben. Sehr gut. Dann speichere ich hier mal. Nur für den Fall. Weil wenn ich da jetzt wieder spawne, falls ich verlieren sollte. Ah, jetzt kann er geht trotzdem. Ja, ich dachte. Okay. Gut. Ja, ganz langsam. Achso, hier lang. Oh, da sind wieder ganz viele Maschinen. Nein, oh nee, lass es doch mal. Oh, danke. So. Bin mal gespannt, was wir heute so alles hinbekommen. In der jetzigen Aufnahme ist es schon, weil es eine ganz neue jetzt. Ja, letztes Mal gab es 3 Folgen oder so. Aber bin mal gespannt, wie es jetzt ist. Auch nie, oder? Ja, toll. Dann hast du hier mal ein paar Blätterchen und dann ist da. Gegner. Beruhigen die sich? Ah. Ja, ich habe keinen Bock, mich mit denen anzulegen. Und ich könnte es, aber. Keine Lust. Ich habe jetzt mal Riesenmaschinen gekillt, also. In der Weite. Hier ist auch was, siehst du. Ja, guck mal ein bisschen länger, dann geht das schon, Leute. Mit Zeit können wir ein bisschen länger gucken hier und ja, das hier auch noch und reiten wir gleich weiter. Genau, wir machen das jetzt auf dem Weg, ne? Sonst dauert es zu lange. Ach ja, Leute,
Spiel, verarsch mich nicht. Da die Schweinchen wieder. Ja, und das ist halt besonders gefährlich, wenn er hin und her wechselt, wenn er das vor Gegnern macht. Dann ist es wirklich gefährlich. Vor Gegnern. Sonst ist es okay und passiert es, aber ja. Oh. 6, 7. Oh, lass es doch mal. Mensch, Mensch, Mensch. Genau. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall wieder besser geworden. Oh, wie in der Quest. Ja. Okay, aber ich mach noch mal die Hauptquest, oder? Ich brauche nur. Findet den Ursprung. Heilmittel für jeden, der sie braucht. Neues entdecken. Tolle Einstellung. Einzige, das ich entdecken kann, ist der Boden eines Tierkreises. Zu Hause. Kannst du da rausgehen? In Sicherheit. Das ist meine Sache. Ich hol mal kurz die Quest. Hallo, keine Investition. Los, mir, wo sie hin ist. Nein, ja, ich weigere mich. Es funktioniert nicht. Nein, das was ist für ein Entwurf? Heilmittel ein Tragegeschirr für einen Barkellner, damit er 20 Flaschen auf einmal tragen könnte. Bei der Schmiede, das klingt ja genial. Wo denn? Lass mich mal sehen. Unten oben. Ich schätze mal, wir springen gleich mal runter. Aber jetzt sich hier richtig entwickelt, ne? Was ist denn hier los? Stamor, brauchst du noch etwas? Ein neuer Traum brach an für die drei Abenteurer. Und sie kehrten zurück in die ehemals versunkene Stadt. Wo hinter jeder baufälligen Mauer Schätze warteten, wie leckeres Bier in einem übervollen Fass. Wir hatten uns den Weg weiter in die Ruinen gebahnt. Und in einer davon... Der Wortschmied sah etwas funkeln. Ein Wunder in einem Meer von Wundern. Leider konnte er es nicht erreichen. Du hast so ein Ding gesehen und es nicht gekriegt? Eine Tür steht im Weg, auf fiese Weise verschlossen. Morland wollte sprengen, aber Aberdant meinte, die Gefahr sei zu hoch, das Ding unter dem Geröll zu zerstören. Und da könnte dieser Scherbenzähler sogar mal recht haben. Die Hoffnung des alten Wortschmieds war dahin, bis seine Freundin mit einem Händchen für das Unmögliche zurückkehrte. Ob du dich wohl noch einmal unter die Wüste wagen könntest? Mal sehen, was ich tun kann. Wo liegt dieser Ort? Wenn du unten bist, geh nach rechts bei der Statue des Riesen. Die Ruine ist bei einem Metallturm. Und so zog unsere Heldin los, begleitet von der Hoffnung des Wortschmieds. Ah ja. Nacht der Lichter. Und du schuldest ihnen Geld. Relikte aus Ruinen. Achso, ich muss es abschließen. Ist Nacht der Lichter? Ja. Okay, das ist die Quest. Ich gleite. Okay. Die muss ich also vorher fertig machen. Nee, das eigentlich nicht. Ja, ich wollte eigentlich mich so runtergleiten lassen. Ja. Hat ja gut funktioniert. Egal. Ohne Schaden. Keine Ahnung, wie das noch gut gegangen ist, aber okay. Na gut, dann machen wir das hier. Ey, das ist ja richtig geil geworden. Ist ja richtig nice geworden. Alter. Das ist ja mal...
Also, ich habe kein Licht mehr. Jetzt. Hat das Spiel mal ein Update bekommen? Oder ist es tatsächlich der Grafiktreiber? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ein bisschen buggy geworden, das Game. So schlimm war es noch nie. Also ich hatte immer mal wieder Probleme gehabt. Aber nicht so harte. Aber auch nur bei dem Spiel, ne? Das ist nur das hier. Die anderen gehen alle. Nein. Na gut. Ist egal. So schlimm ist es jetzt ja auch nicht. Alles ertragbar. So, aber es sieht echt geil aus. Boah, cool. Das sieht. Jetzt. Ja, sieht echt nice. Okay. Echt hübsch. Da ist die riesige Statue, die Stenmore meinte. Die Ruine sollte in der Nähe sein. Das war gut. Eine Ruine bei einem Metallturm. Das Ding, das Stenmore will, sollte da drin sein. Mhm. Dann würde ich sagen, gucken wir mal nach. Was? Ach du Kacke. Säure bringt nichts. Ich muss mir was anderes überlegen. Oh, gut, dass ihr das noch rechtzeitig gesehen habt. Ich dachte, hier wäre nichts mehr. Was? Nein! Aber, oh, und jetzt das noch an. Das wusste ich doch nicht. Zack. Oh mein Gott. Das wusste ich ja nicht. Hier bin ich richtig. Wo ist jetzt dieses Ding? Hier hinter? Das hier muss das Ding sein. Man braucht wohl einen Code für diese Tür. Ich sollte mal in die Ruine gucken, ob ich etwas finden kann, das hilft. Ich suche die Ruine nach dem Türcode. Okay, aber es geht der Suchbereich. Habe ich gerade bei Batman gelernt, ne? Immer nach oben gucken, wenn es nicht weitergeht. Guck einfach mal nach oben. Ja. Einfach nach oben gehen. Dann. Was ist hier drin? Fehlfunktion. Textnachricht. Von Mel Beard an Shay Navarro. Shay, kannst du dich noch an den Kerl erinnern, der hier vorbeikam und gesagt hat, er sei Kyles Geschäftspartner und solle die Ornamente für die große Show abholen? Tja, das Pingback von den Dingern zeigt an, dass sie im Moment über den ganzen Südwesten verstreut sind. Kyle ist überzeugt davon, dass es eine Fehlfunktion ist. Noch. Aber wenn der Zeitpunkt der Show näher rückt, wird er ausflippen. Ich sage nichts, wenn du nichts sagst. Wie auch immer, er hat den Code für sein Büro geändert, also müssen die Reinigungsspots aktualisiert werden, damit sie nicht alles vor seiner Tür festfahren. Das ist der Code. 135. Ja, der gleiche sechsstellige Code wie in den Einladungen, die er verschickt hat. Nicht besonders kreativ, wenn du mich fragst. Ja. Ah, Mist, 135, also wir haben die letzten drei Zahlen. Doof. So, ich habe ja gerade mal ein, ja, 1, 2, 5, die letzten drei Zahlen haben wir. Steam hat ein so schönes Notizensystem, was ich großartig finde. Genau für sowas und deswegen habe ich mir die gerade mal aufgeschrieben. Das ist also eigentlich ein Ornament. Ich habe noch eins in einer anderen Ruine gefunden, doch es gibt wohl noch mehr. Und das sieht wie ein Teil eines Codes aus. Vielleicht für die Tür. Ich suche besser weiter. Vielleicht finde ich ja den Rest. Ja, mal gucken.
Nein, das war's nicht. Wie komme ich zurück? So. Okay, 1, 3, 5 haben wir. Geht's auch nach unten? Was ist das? Das Ornament, achso. Ich sollte mich im Raum umsehen. Von dort aus erreiche ich vielleicht mehr der Ruine. Ja. Eine Luke könnte in einen anderen Teil der Ruinen führen. Aber wie komme ich da ran? Immer? Kann ich nicht rausziehen. Die Kiste ganz oben ist wohl blockiert. Oh Gott. Vielleicht bekomme ich die oberste Kiste ja runter. Das soll ja nicht auf mich drauf fallen. Wenn ich die Kisten trenne, kann ich die unterste rausziehen. Und sie! Na, also. Sehr schön. Warte. Oben im Zaun ist eine Öffnung. Da geht es durch. Oben im Zaun. Muss ich hochkommen. Meinst du? Ach, hier meinst du. Okay. Sehr schön, sagt sogar alles an. Die Kiste ist zu niedrig, so komme ich da nicht ran. Ah, ich weiß wie. Warte, klar. So. Jetzt mach. Na. Machen wir einmal so. Und dann. Machen wir das. Geil. Na also, jetzt sollte ich die Öffnung erreichen können. Ja. Ja, und jetzt? Ja. Eine Taschenlampe wäre geil. Ah, nee, hier. Gut. Lässt sich von hier aus nicht bewegen. Lässt sich von hier aus nicht bewegen. Ich bin zu nah.
Nee. Lässt sich von hier aus nicht bewegen. Ah, scheiße, klar. Lässt sich von hier aus nicht bewegen. Gar nicht, ne? Lässt sich von hier aus nicht bewegen. Naja. Warte mal, so. Warum denn nicht? Hä? Warum nicht? Oh. Hä, warum? Warte mal. Lässt sich von hier aus nicht bewegen. Ja. Muss ich jetzt nicht immer wiederholen. Und jetzt? Na. Aber warum geht das nicht? Deswegen, ne? Lässt sich von hier aus nicht bewegen. Weil so müsste es doch eigentlich gehen. Jetzt geh da einfach durch. Na. Ach, Leute. So viel Schweiß und immer noch keine Abkühlung. Ach, Mensch. Wo ist denn das eigentlich? Glaubt irgendwas? Nö. Nee. Wow, da ist das Bedienfeld. Oh. Hallo. Ja, kannst du eben auch festhalten. Hä? Es ging doch eben auch. Alter, will mich das Spiel jetzt verarschen oder was? Komm schon, Alter. Nein, rüber. Ja. Danke. Und jetzt? Oh, muss auch mal bis zuletzt das machen, ne? Lässt sich von hier aus nicht bewegen. Ja, was jetzt? Ich habe keine Ahnung. Können das runterschlagen? Ja, weil davor auch noch was ist. Hä, und wie geht das jetzt? Davor ist was, da... Ja, macht sie es nicht? Warte mal. Ich bin zu nah dran. Bau das mal kurz ab. Eine Idee habe ich noch, sonst keine Ahnung, was genau. Und eigentlich zu hoch, ne. Verstehe es halt auch nicht.
warte mal, hier nicht von hier aus. Aber, nee. Oh Leute, hättet ihr euch das nicht sparen können? Keine Ahnung. Weil so, okay, so geht's auch schon mal nicht. Oh, das muss ich jetzt zusammenbauen. Ich hab doch jetzt alles gelöst. Ja, und ey Leute, wie geht das jetzt hier? Ach komm, jetzt. Jetzt mach! Jetzt geht er. Nein! Hab ich festgepackt, oder? Oh ja, geil. Ich hab. Nee, es geht. Jetzt. Nee. Nee. Jetzt. Oh Gott sei Dank. Oh Leute, ich liebe Kiste-Schieberätsel. Jetzt so. Man, hätte es sich jetzt nicht gereicht, hätte man nicht sagen können, gut, du hast es jetzt geschafft. Nein. Musste man da jetzt das noch dazu bauen? Das war wichtig, ne? Ja, jetzt muss ich gucken. Kann auch, ich weiß nicht, was die Logik denn da sein. Guck mal hier oben. Cool. Ja. Na gut, Leute, bevor ich den noch weiter suche und ich habe keine Ahnung, gucke ich kurz mal aufs Screen. Bis gleich. Ich hab's. Die Lösung, übrigens, die ich hatte, war richtig. Man muss aber im richtigen Winkel stehen, also so. Ihr müsst ungefähr, ja, so stehen, also so ungefähr hier. Wenn ihr nämlich hier steht oder hier steht, kann es sein, dass ihr zu nah seid. Wow. Wirklich, das muss jetzt sein, oder was? Oh. Toll. Gut, ich habe nachgeguckt. Die Lösung war aber richtig, die ich gesagt habe, mit man muss ziehen, weil wir können auch gar nicht alles vorstellen, weil hier vorne war blockiert. Und das war das Einzige, was Sinn ergeben hat, aber. Ja. Okay. Mal sehen, wohin das führt. Genau. Man kann die auch abkürzen, die Quests, indem man einfach den Code eingibt. Das geht wohl. Das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht machen, weil ich würde sie schon ganz gern normal fertig machen. Oh, bin wieder draußen. Was ist hier oben sonst noch? Das hier? Der Zugwerfer erreicht das nicht. Dann geht man näher ran. Yeah! Da drin geht die Ruine weiter. Genau. Sieht aus, als wären die Ornamente für etwas, das Nacht der Lichter Feiertagsaktion heißt. Um Feiertage der alten Welt werden gefeiert, indem man Hologramme über Tage ändert. Aber wie? Der andere Teil des Codes ist auch hier. Jetzt sollte ich alles zum Öffnen der Tür haben. Um Antwort wird gebeten. Textprotokoll. Standout Holo. Lädt sie herzlich zur Nacht der Lichter Feiertagsaktion in die VIP-Zuschauerloge ein. Erleben Sie auf den besten Plätzen der Stadt, wie sich die Skyline von Vegas in ein überwältigendes Holo-Lichtmeer verwandelt. Neben verschiedenen Feiertagsangeboten zum Start bietet die Nacht der Lichter nach individuellen Optionen, die jede Vorstellung zu einem einzigartigen Erlebnis machen. Sichern Sie sich einen Platz in der Geschichte von Vegas, wenn die Stadt der Lichter ihren Namen alle Ehre macht. Unsere Mitarbeiter stehen den ganzen Abend für all ihre Fragen und Wünsche zur Verfügung. Die Vorführung beginnt um 20 Uhr, gefolgt von einem Abendessen und einer Unterhaltungsshow. Ihr Zugangsformular befindet sich im Anhang. Geben Sie nach Aufforderung den folgenden 6-Stellen-Code ein. 739. Gut, wir wissen ja schon. Genau. Den zweiten Teil hatten wir ja schon. So, oh, das war ja wieder was, ne? Wow, ja. Ja. Yeah. Deswegen war ich auch eben so verwirrt. Hm.
warten. Da muss ich jetzt. Ach so. Ah, warte. Ja. Drin. Sehr schön. Alles klar. Na, dann wieder zurück zu Stemmo. Nice. 5 von 10. Vielleicht finden wir raus, wie das Ding funktioniert. Okay. Bringe das Ding zu Stemmo. Okay. Easy. Gut. Ja, bis auf das eine, was ich ja richtig direkt... irgendwie richtig war, aber irgendwie auch nicht. Der Ansatz war richtig, die Ausführung ja nicht und ja. Naja, haben wir jetzt. Wie komme ich hier raus? Achso. Eine Leiter. Praktisch. Ja genau, letztes Mal hatte ich hier Probleme rauszukommen. Gut, dann gehen wir es mal ab. Ah. Ja, eigentlich war die Quest jetzt gar nicht so schlimm, nur dass man im richtigen Winkel stehen muss, muss man auch wissen. Ja. Also die Quest war witzig, aber den Rest hätten dieses letzte Teil da hätten sie sparen können. Theoretisch. Ja. Ich hab doch. Ne, das. Oh. Ich weiß, das. Ah, ja, ich weiß wieder. Hier kam man doof raus. Okay. Sehr schön. Ah, so geht's auch raus. Ah, jetzt so oder wie? Ja, ja. Nein! Oh Mensch, ey, mach doch eine Dauerleiter. Nein, das wird zu leicht gewesen, ne? Kann ich denn da ranspringen? Nee, ne? Aha. Und das ist natürlich auch zu weit weg. Oh, natürlich. Einfach so eine Dauerleiter zu machen, ne? Nein. Was? Nein, ich dachte, da kannst du dich festhalten im Scheiß. Oh. Ja. Es ist der Quest, der, die ist super. Ich dachte, daran kann man die festhalten, an dem Scheiße, Alter. Wo ist es denn da? So, jetzt kann ich hier ran. Jetzt. Was ist denn? Achso. Ja. Ja. Was denn? Oh. Ja, gut. Ja. So ist es leider. Was? Och Leute. Oh, das ist das jetzt hier, Mensch. Oh. Das ist ja Subi. Ja, und jetzt über. Danke. Oh. Wow. Ja, der Kletterweg war eben auch gruselig. Oh, der schon wieder. Mensch, was ist los? Sind alle rausgekommen? Wie lief's für dich auf dem Kampfplatz?
für einen Rebellenposten geräumt? So. Ei. Stöberin. Die Nora kam zurück. Doch brachte sie Botschaft des Triumphs oder des Unglücks? Ich hab das Ding und es ist nicht das Einzige, das ich fand. Hier. Der alte Wortschmied hielt mit glänzenden Augen und dankbarem Herzen den Gegenstand empor, der ihm entgangen war. Es ist Teil eines Satzes und heißt Ornament. Es könnten noch mehr in Ruinen jenseits der Wüste verstreut sein. Vielleicht kann ich sie aufspüren. So vertiefte sich das Geheimnis des Ornaments. Zu welchem Zweck waren die Schmuckstücke gefertigt? Für eine Nacht der Lichter Feiertagsaktion. Die Alten feierten so wohl Feiertage, denke ich. Wie Feste? In der Art. Feiertage standen wohl für saisonale Ereignisse. So wie bei jedem Fest im Anrecht? Das Fest des ersten Fasses? Das Fest der Fermentation? Das Nur-Hopfenfest? Alles dreht sich um Bier, was? Das sollte mich nicht überraschen. Anscheinend konnten die Ornamente hier die Lichter über Tage ändern. Aber ich weiß nicht wie. Ich erkenne diese Markierung. Sie war auf einem Gerät, das wir ausgruben. Hier. Könnt ihr vielleicht die Lichter anschalten? Finden wir es raus. Welches soll ich zuerst probieren? Eid als Titre. Keine Ahnung. Schalt mir das mal an. Auf Befehl unserer Heldin sollen die Lichter den Himmel blenden. Ach so. Es muss das Fest des Sichelmondes gewesen sein. Aber die haben doch nicht jeden Sichelmond gefeiert, oder doch? Ja, du. Bei der Schmiede, das wären viele Feste. Sag mir, falls du noch andere Ornamente findest. Ich frage mich, was für Feiertage die Alten feierten. Schön, dich zu sehen, Aloy. Na, ist dir nach einem Fest? Such dir was aus. Weihnachten? Ich will das hier sehen. Und der Wortschmied zog los, um den Ruinen dort oben neues Licht zu bringen. So sicher der Funke die Flamme entfacht, das war wohl ein Winterfest. Aber was für ein Tier ist das? Sieht fast aus wie ein Reishorn. Wenn du da rausgehst, stirbst. Ja, gut, Leute. Rede mit bis Glimmerwinkel, was ist das denn ein Tier? Genau. Aber das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Heute ein bisschen länger. Aber das war ja auch irgendwie eine irre Quest. Aber haben sie den einen Tag durch. Passt. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Da machen wir dann nächste Folge. Bis dann, euer Pastor. Ciao. Bis nächsten Mal. Tschüssi.